Welcome back, ladies and gents. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über die Top 5 Männerfrisuren 2019. Wenn du noch nicht Teil meiner Community bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du auf Abonnieren klickst, einfach draufdrücken und Teil meiner Community sein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn du Lust hast, folg mir auch gerne auf Instagram. Dort gibt es aber eher so privatere Einblicke von mir als auch einige Outfit-Posts. Ja Leute, heute sprechen wir über die Top 5 Männerfrisuren 2019 beziehungsweise über die Frisurentrends, die uns Männer in diesem Jahr bevorstehen. Und eins kann ich vorab schon mal sagen, Leute, es wird ein wenig natürlicher, ja. Es wird ein wenig natürlicher, entspannter, ja. Es muss nicht mehr jedes Haar perfekt sitzen. Das heißt nicht, ja, dass du irgendwie ungepflegt aussehen sollst, sondern man soll schon sehen, dass du deine Haare gemacht hast und auch Produkt in deinen Haaren ist, aber es wird all in all einfach ein wenig relaxter. Frisur Nummer 1, der French Crop. Ja, Leute, das ist eine sehr, sehr coole Kurzhaarfrisur. Bei dieser Kurzhaarfrisur kannst du deine Seiten schön kurz machen, ja, kannst einen Skinfade machen, einen Lowfade machen, also auch Bartmann-Style, ja, Seiten auf Null, wenn du Bock hast. Und wie du oben das Deckhaar haben möchtest, kannst du einfach selbst entscheiden. Manche haben es ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer, wie du gerade Lust und Laune hast. Und bei der Frisur muss auch nicht jedes Haar perfekt sitzen, ja, das soll natürlich aussehen, das soll entspannt aussehen. Und das Geile daran ist, dass du einfach mit deinem natürlichen Haarwachstum nach vorne arbeitest. Wenn du zum Beispiel jetzt so eine Tolle machst, also so nach hinten, ja, dann arbeitest du ja gegen deinen natürlichen Haarwachstum. Und wenn du es nach vorne einfach kämmst oder bürstest, ein bisschen Produkt reinmachst, ja, arbeitest du mit deinem natürlichen Haarwachstum und das ist echt super easy zu stylen. Versuch bei dieser Frisur auch ein bisschen Textur in deine Haare reinzubekommen. Das sieht ja noch ein bisschen stylischer aus. Und wenn du Bock hast, lass dir auch gerne ein bisschen Bart stehen, ja. Auch ein French Crop mit Bart sieht sehr, sehr cool aus. Und by the way, für die Leute da draußen, die zum Beispiel Probleme haben mit Geheimratsecken, ist das eine sehr, sehr gute Frisur. So kannst du nämlich deine Geheimratsecken so ein bisschen kaschieren. Dann machst du einfach das schön nach vorne, das Ganze, ja. Und dann sieht man deine Geheimratsecken nicht mehr so dolle. Also wenn du da draußen Probleme haben solltest mit Geheimratsecken, check die Frisur auf jeden Fall aus. Frisur Nummer 2, der Textured Criff mit längerem Deckhaar. Ja Leute, was meine ich damit? Deine Haare sollten auf jeden Fall lang genug sein, damit du deine Haare zur linken oder zur rechten Seite rüber swipen kannst. Das soll auf jeden Fall machbar sein und deine Seiten sollten nicht komplett auf Null sein, sondern einfach passend gekürzt zu deiner Haarlänge. Und der ein oder andere kennt ja vielleicht noch die H&M-Kampagne mit David Beckham. Da hat er zum Beispiel auch einen längeren Textured Criff. Ja, finde ich eine sehr, sehr nice Frisur. Ist so ein Teil, was auch immer irgendwie funktioniert und sieht auch mit Bart sehr nice aus. Und versuch auch hier etwas mehr Textur in deine Haare reinzubekommen und mit ein bisschen Volumen sieht deine Frisur einfach noch so ein bisschen voluminöser und ein bisschen stärker und ein bisschen besser aus. Und diese Frisur ist auch übrigens perfekt für Leute, die jetzt zum Beispiel einen Undercut haben und jetzt irgendwie eine neue Frise haben wollen. Ja? Da kannst du einfach alles ein bisschen länger wachsen lassen, sagst deinem Friseur Bescheid, wie du deine Haare haben möchtest und schon kannst du vom Undercut sehr, sehr schnell wegkommen und hast eine richtig nice Frisur. Also wenn du es richtig machst mit schönen Textur und viel Volumen, sieht das echt mega aus. Denke mal dran, solche natürlichen Looks sehen immer nur gut aus, wenn du auch natürliche und gesunde Haare hast. Also kannst du ja mal mein Video abchecken zum Thema Haarpflegeroutine. Solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass deine Haare schön, gesund und geschmeidig bleiben. Next one, lange Haare, Leute. Ja, lange Haare bleiben immer noch im Trend. Und damit wir uns richtig verstehen, ich meine nicht solche Frisuren oder solche Frisuren. Solche Frisuren sehen einfach zu feminin, zu weiblich aus. Solche Frisuren meine ich definitiv nicht. Sondern ich spreche über solche Frisuren und solche Frisuren. Einfach ein Look, der ein bisschen natürlicher aussieht. Wenn du zum Beispiel lockige Haare hast, lass deine Locken Locken sein. Wellige Haare, lass deine Haare wellige Haare sein. Ja? Einfach ein bisschen entspannter, natürlicher, relaxter. Vielleicht auch ein bisschen messy. Und wenn du zum Beispiel Man-Bun hast, macht es auch nichts. Wenn zum Beispiel jetzt nicht jedes Haar im Man-Bun drin ist, ja, ist gar kein Problem. Also alles ein wenig entspannter, easier Surfer-Look-Style und solche Looks sehen natürlich auch immer sehr, sehr nice aus, wenn du etwas Bart trägst oder ein bisschen mehr Bart trägst. Sieht einfach männlicher, markanter und kerniger aus. Und by the way, Surfer-Style, ich habe mir vor kurzem auch meine Haare so ein bisschen Surfer-Look-mäßig gestylt, kannst du gerne mal auschecken. Als nächstes der Buzzcut. Ja Leute, der Buzzcut bleibt auf jeden Fall im Trend und ich mag den Buzzcut echt mega dolle und ich kann euch sagen, die Frauen da draußen lieben den Buzzcut auch, also wenn der Buzzcut zu deiner Gesichtsform passt. Also mach dir auf gar keinen Fall einen Buzzcut, wenn der Buzzcut nicht zu deiner Gesichtsform passt, ja. Du brauchst nicht irgendeine Trendfrisur hinterherlaufen, die nicht zu dir passt, aber der Buzzcut bleibt auf jeden Fall im Trend und sieht auch sehr, sehr nice aus und ist mega, mega, mega easy zu stylen. Denn du hast so kurze Haare, du brauchst kaum Produkt in deinen Haaren, kannst auch die Kombi machen mit etwas längerem Bart, sieht sehr nice aus. Allerdings musst du beim Buzzcut natürlich öfter zum Friseur gehen, ja, musst natürlich nicht so viel stylen, aber öfter zum Friseur ist ein kleiner Nachteil, weil das Ganze soll ja immer schön gepflegt aussehen
und clean aussehen. Und aus dem Grund musst du halt öfter mal zum Friseur gehen. Du musst jetzt nicht deine Seiten unbedingt auf Null haben, aber nichtsdestotrotz müssen die Seiten immer schön kurz sein. Und falls du dich für den Buzzcut interessieren solltest, ja, dann check mal Justin Timberlake ab. Der hat nämlich den Buzzcut in verschiedenen Kombinationen schon getragen. Mit Bart, ohne Bart, mit etwas längerem Decker, mit ganz kurzem Haar. Also das sieht echt mega nice aus. Kannst du mal abchecken. Gerade im Sommer, ja, wenn du zum Beispiel auch viel im Wasser bist und so, ist es mega nice, den Buzzcut zu haben. Denn du brauchst deine Haare gar nicht trocken machen, weil du hast so kurze Haare. Die Haare sind ratzfatz trocken, brauchst nichts machen, ja, und bist direkt ready to go. Also es ist so mega entspannt. Ich spreche da nämlich aus Erfahrung. Ich persönlich hatte auch schon mal ganz kurze Haare. Und ich habe da auch extra nochmal ein Foto rausgekramt, ja. Schaut euch das mal an. Erkennt ihr mich wieder oder erkennt ihr mich nicht, ja? Da bin ich mal gespannt. Schreibt es mal in die Kommentare rein, ob ihr mich wiedererkennt und wie ihr die Frise bei mir findet. Locken, Locken, Locken. Ja, Leute, Locken kommen auf jeden Fall in 2019. Es wird immer natürlicher und dazu gehören auch natürlich die Locken. Geil! Für die Leute, die zum Beispiel natürliche Locken haben, die haben 2019 den Jackpot gezogen. 2019 ist dann auf jeden Fall euer Jahr. Ihr könnt eure Locken tragen, wie ihr Bock habt. Ja, ihr könnt auch schön die Seiten kurz machen, auf Null machen, Skinfade machen, Lowfade machen, was auch immer ihr machen wollt. Ihr könnt auch eure Seiten länger lassen, scheißegal. Lasst eure Locken Locken sein, haut ein bisschen Textur rein, versucht auch vielleicht ein bisschen Volumen in eure Locken reinzubekommen, dass sie nicht so platt aussehen, aber lasst eure Locken Locken sein. Versucht auch deine Locken schön rauszuarbeiten, damit man deine Locken so richtig schön kräftig sieht und ja, sei einfach du selbst mit deinen Locken. Ja Leute, das Jahr 2019 steht für natürliche Hairstyles. Und denk dran, für natürliche Hairstyles brauchst du natürlich auch gesunde und geschmeidige Haare. Und da ist eine gute Haarpflege das A und O. Also nicht vergessen, schön deine Haare pflegen. Und niemals, ja, niemals einem Trend hinterherlaufen, den ich jetzt zum Beispiel in dem Video beschrieben habe, wenn dieser Trend oder wenn diese Trendfrisur nicht zu deinem Kopf passt, ja. Wenn du irgendeine Frisur auf den Kopf hast, nur weil sie gerade Trend ist, aber nicht zu deinem Kopf, zu deiner Kopfform passt, Leute, dann lass es sein, sonst siehst du scheiße aus, ja. Kannst auch gerne dazu nochmal mein Video abchecken, welche Frisur passt zu meiner Kopfform. Ganz, ganz important. Dante. Abschließend nochmal die Info, mein Angebot steht nach wie vor. Wenn du dir unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling-Produktes, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@daniel-korte.com mit deiner Frise und ich antworte dir dann mit drei passenden Haarstyling-Produkten, die zu deinem Haartyp passen. Und Leute, ihr könnt alle anderen Leute fragen, ich bin ein Ehrenmann. Leute, ich schreibe jedem persönlich zurück, guck mir die Frise an und suche auch das passende Haarstyling-Produkt für euch raus. Versprochen. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, welche Frise euch am besten gefällt. Ist es der French Crop? Ist es der Quiff? Sind es die langen Haare? Sind es die Locken? Oder der Buzzcut? Schreibt es gerne mal rein. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, bis dahin. Peace out.